Prominenz ist in der Dübe Arena eingetroffen. Uli Wegner. RWE hat ja gestern gewonnen. Hallo Essen! Ja, wir freuen uns hier heute besonders, hier moderieren zu dürfen. Ich bin gerne in Essen. Ihr wisst ja, woher ich komme, aus der anderen Stadt. Aber Essen ist so für mich wie eine zweite Heimat geworden. Ja, wir haben natürlich auch heute Ehrengäste. Ganz herzlich willkommen. Und ich habe ihn letztes Mal vor 10 Jahren gesehen in Düsseldorf. Uli Wegner mit seinem Trainerkollegen Georg Bongowski. Herzlich willkommen hier in Essen. Riesenapplaus, meine Damen und Herren. Zu dem Mann brauchen wir eigentlich gar nicht viel zu sagen. Für mich einer der erfolgreichsten Trainer auf der Welt. Dann haben wir, ich weiß nicht, ob Sie schon hier sind, der OB Thomas. Mikro ist aus. Ja. Mikro ist aus, egal. Dann OB Thomas Kufen, dann Bundestagskandidat Florian Fuchs und Ratsmitglied Luca Dürke. Applaus. Das geht. Nach dem Applaus habe ich gerade gehört, ihr habt den Namen verstanden. Ne? Ja, welche Partei Sie sind, weiß ich nicht, aber herzlich willkommen hier in Essen. Dann haben wir hier ein Bild, das versteigern wir nachher. Für den guten Zweck habe ich das Essen Luther Kindhaus aus Borbeck. Dann Forschungskreis, Forschungsstützungskreis, Kinderpornologie. Seit 20 Jahren für chronisch kranke Kinder, die an Nieren erkrankt sind. Wir sind jetzt schon bei 100 Euro, aber das machen wir gleich in der Pause. Versteigern wir das. Und ich hoffe, wir steigern eine hohe Summe. Ja. Dann habe ich die offiziellen Vorstellungen. Der Ringarzt Dr. Udo Runter. Der Supervisor Thomas Hackenberg. Peter, ich hatte mal vor 5 Jahren einen Hörsturz, wo ich neben dir saß. Ne? Also. Wir fangen an mit dem ersten Kampf. Applaus auch hier für unsere beiden Nummern-Girls, die das Bild noch einmal vorne hochhalten, halt nochmal bitte hoch.